So, hi Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ja, im letzten Part haben wir mit Mr. Adams die Unterwelt, den Untergrund von Boston mal ein bisschen unsicher gemacht. Haben dabei auch mal ein Schloss knacken dürfen, wie in Skyrim zum Beispiel. Dabei, er kennt ja meine Fähigkeit dabei, Schlösser zu knacken. Das ist echt nicht so toll, ne? Ist echt nicht so toll. Ist wie wenn du versuchst, mit einem Stein eine Tür zu öffnen. Also keine Glastür, eine Holztür. Bringt nichts. Ist dumm. Passt nicht zusammen. Genau wie ich und Schlösser. Passen einfach nicht zusammen. Gut, wir sind hier vor diesem Hafenmeister. Ich weiß nicht genau. Und dürfen hier irgendwas machen, interagieren. Aha, wir dürfen hier jetzt. Was genau dürfen wir hier? Können wir hier jetzt irgendwie. Hallo? Ja. Ah, okay. Verstehen. Devonport-Siedlung? Ich glaube, wir müssen zurück zur Devonport-Siedlung. Hier draußen ist noch nichts, oder was? Da geht's zwar irgendwo hin, aber da ist noch nichts. Dann gehen wir mal zur Devonport-Siedlung. Schnellreise aktiviert. Ja. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Wieder zurück zu Achilles, der uns das alles hier befohlen hat. Bin mal gespannt, wann wir diese Kleidung bekommen, die Assassinenkleidung, die wir gesehen haben. Ach, wir müssen da jetzt hoch. Ja, wir müssen da hoch, Freunde. Na, das kann heiter werden. Kommen wir da einfach so hoch oder gibt es da wieder so Probleme wie in dem einen Part, wo wir nicht den Weg nach oben gefunden haben? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, es liegt da ziemlich viel Schnee. Connor hat schon Probleme, seine Füße da raus zu bekommen. Ich frag mich nur, friert er irgendwie nicht? Kurze Ärmel. Naja. Ich weiß ja nicht, was der für ein Pelz da drunter hat. Unter den Achseln zum Beispiel. Wer weiß? Vielleicht hält's ihn doch warm. So, wir kommen jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Oder wir sind hier wieder in der Devonport-Siedlung. Eigentlich schon die ganze Zeit, aber ich wollte das nur mal anmerken. Bei diesem wunderschönen Anwesen von Achilles, unserem alten Freund, dem das hier alles gehört, der unser Assassinenmeister ist eigentlich. Und der uns auch ein bisschen darüber aufgeklärt hat. Ach, ich will da nicht hoch. Was Assassinen eigentlich sind. Denn eigentlich wissen wir das ja gar nicht. Wir haben nur eine Berufung dafür. Sequenz 5. Rückkehr des verlorenen Sohns. Willkommen zurück! Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir. Nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Ist das die Klinge? Das ist die Klinge. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Was denn mit dem? War das gerade Hulk? Der sah irgendwie so aus. Ja, was ist denn los? Hey, Hilfe! Ja, ich komme ja schon. Kein Problem. Einen Bären mit der versteckten Klinge töten. Jagdherausforderung 1. Komm, bitte, Hilfe! Er wird sterben! Was ist denn los? Rettung aus dem Fluss. Was, wer wird sterben und hä? Wer? Kein
keine Zeit. Bitte komm! Ja, okay. Godfrey folgen. Keine Zeit für Erklärungen? Einfach mal hinterherrennen? Also Rettung aus dem Fluss, da ist wohl irgendein Freund von ihm in den Fluss gefallen. Und wir müssen ihn jetzt rausfischen, oder was? Mein Angelzeug habe ich jetzt leider nicht dabei. Mal schauen, wie wir das machen wollen. Ich denke mal, ganz trocken bleiben wir dabei nicht. Besonders, wenn wir irgendwo drüber klettern müssen. Das ist so meine Schwäche. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Okay. So. Wie sollen wir den denn bekommen? Ja. Bevor er den Wasserfall hin unterstützt. Ich komme ja schon. So schnell bin ich auch nicht. Soll das Wasser nicht berühren. Einfacher gesagt als getan. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt treiben wir ab und... Super. Das schaffen wir nie im Leben, Freunde. Das schaffen wir nie im Leben. Ich hätte auf die andere Seite springen müssen. Los geht's. Komm. Zu Hilfe! Hilfe! Auf geht's! Helf mir! Los! Puh, doch noch geschafft! Aber das war haarscharf! Puh! Dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Bruderliebe. Von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Zwillinge vielleicht sogar. Sequenz 5. Rettung aus dem Fluss. Okay, Wasser haben wir berührt. War's das? Ja, ne? Klar. Okay. Terry erreichen, bevor er den Wasserfall hinabstürzt. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Okay. Und ich weiß, was ich auf jeden Fall ab dem nächsten Part mache. Was... Nützliches. Weil ich habe die ganze Zeit FPS-Einbrüche. Ihr werdet es dann im nächsten Part sehen. Okay, was ist das jetzt? Mit diesem Symbol Ausschau halten. Die können in die Siedlung ziehen. Aha, verstehe. Wenn sie ihre Siedlung ausbauen, erhalten sie Zugang zu neuen Ressourcen und schalten neue Gegenstände frei, die sie herstellen können. Genial auf jeden Fall. Echt genial. Ich würde sagen, dann machen wir das aber im nächsten Part. Sofern jetzt keine Szene kommt. Kommt da irgendwas? Nee, kommt nichts. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall und bis dann.